Willkommen an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Mein Name ist Oberst Markus Reisner, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und heute wollen wir die Frage beantworten, warum der Einsatz der russischen bataillonstaktischen Gruppen, der 2014 in der Ukraine so erfolgreich angewandt worden ist, dieses Mal offensichtlich nicht funktioniert hat. Und das möchten wir anhand eines einfachen Beispiels durchführen. Dazu entführe ich Sie Mitte März in den Raum nordostwärts von Kiew, und zwar in den Raum von Probary. Hier auf dieser Karte können wir erkennen, den Ansatz der 90. Panzerdivision russischer Seite mit dem 6. Garde-Panzerregiment. Und dieser Ansatz des 6. Garde-Panzerregiments in der Stärke einer bataillonstaktischen Gruppe wurde erfolgreich von den ukrainischen Kräften im Raum Probary abgewehrt. Und wie das vor sich gegangen ist, das werden wir uns jetzt ansehen. Kurz noch ein paar Worte zur Gliederung. In einem Video haben wir bereits dargestellt die optimale Gliederung einer BTG. Was man bereits erkennen kann in der Ukraine ist, dass die russische Seite nicht immer über alle Kapazitäten verfügt, die normalerweise in dieser Normgliederung vorhanden wären. Ich gebe hier ein Beispiel. Den TOS-1, zum Beispiel in unserem Fall, wissen wir, dass nur ein einzelnes oder ein zweites Fahrzeug vorhanden war und nicht eine ganze Batterie an TOS-1, wie quasi hier in diesem optimalen Beispiel dargestellt. Das Interessante ist auch, dass 2014 beim Einmarsch der russischen Kräfte in den Separatistengebieten die ukrainischen Streitkräfte das Problem hatten, dass sie versucht haben, sie in Grenznähe abzuwehren und dabei von den russischen Kräften umfasst worden sind bzw. massiv mit Artillerie bewirkt worden sind. Daraus haben die ukrainischen Kräfte gelernt und sie haben diesmal die russischen Kräfte hereingelassen und sie dann erst später bekämpft. Auf der anderen Seite haben die Russen versucht, gerade mit dieser Gliederung schmal und tief und schnell vorzustoßen, die Städte links und rechts liegen zu lassen, um rasch Drehscheiben oder wichtige Geländepunkte einzunehmen. Und das Problem war, dass sie damit konfrontiert waren, dass sie dann in der Tiefe vor allem die Versorgungsrouten angegriffen worden sind. Wie nun dieser Verzögerungskampf von russischer und ukrainischer Seite sich dargestellt hat, das sehen wir jetzt anhand dieses Beispiels von Probary. Ich habe das nochmal hier kurz ins Gelände gelegt. Wir haben hier zentral den Raum Probary bzw. die Straße quasi, die Richtung Nordosten führt. Die russische Seite ist mit der BTG schmal und tief mit einer Geschwindigkeit von ca. 25 bis 30 km/h aus dem Raum Nordosten anmarschiert. Der erste Hinterhalt durch die leichte Panzerbewaffnung ist in diesem Raum passiert. Die Kräfte haben auf diesen Hinterhalt reagiert, wir werden es dann kurz sehen, und sind weiter angetreten, was dazu geführt hat, dass es noch einen weiteren Hinterhalt, diesmal in Form eines Verzögerungskampfs durch ukrainische Kampfpanzer gegeben hat und einen Artillerieschlag, der schlussendlich dazu geführt hat, dass die BTG aus der Organisation herausgerissen war und kehrt gemacht hat und versucht hat, an anderer Stelle noch einmal anzutreten. Beginnen wir mit dem ersten Hinterhalt. Hier kann man erkennen, wie diese Situation war. Wir sehen also, die russischen Kräfte marschieren mit relativ hoher Geschwindigkeit heran, ohne Infanterieunterstützung und werden hier flankierend durch den Einsatz von britischen NLAW und RPG angeschossen. Man erkennt zwei Abschüsse. Einer dieser Abschüsse von dem System NLAW trifft diesen T-72 schwer. Es führt dazu, dass die Besatzung absitzt und der Kraftfahrer versucht, das Fahrzeug weiter voranzutreiben. Der Rest der Kolonne versucht, auf diesen Hinterhalt zu reagieren. Das erkennen wir hier. Einerseits kommt es zum Ausweichen von Fahrzeugen in Richtung Osten, gepaart mit dem Feuer der Maschinenkanone in Richtung der vermuteten Hinterhaltsstelle. Wir sehen das hier an diesen beiden MTLB bzw. BMP. Wir kennen aber auch hier bereits das Eindrehen der russischen Kampfpanzer mit dem Versuch, diese Hinterhaltsstelle zu bekämpfen. Das sehen wir hier. Das heißt, die beiden T-72, die in der Kolonne etwas weiter hinten geführt worden sind, drehen ein und versuchen mit ihren Granaten diesen Bereich, wo also die ukrainische Seite versucht hat, quasi den Hinterhalt herauszuführen, entsprechend anzugreifen. Dieser erste Hinterhalt führt zu Verzögerungen und die russische Kolonne tritt weiter an in Richtung Südwesten. Auf dem Marsch entlang der Straße treffen sie auf zwei ukrainische Kampfpanzer vom Typ T-64. Diese beiden Kampfpanzer haben den Auftrag, einen Verzögerungskampf zu führen. Das heißt, sie beginnen, die Spitzen der russischen Seite anzuschießen, wobei es ebenfalls zu Ausfällen kommt an T-72. Dieser wiederholte Widerstand führt dazu, dass die Kolonne der BTG sich zu reorganisieren beginnt. Das heißt, man versucht quasi den Raum zu verlassen, weil offensichtlich auf Seite der russischen Kräfte beurteilt worden ist, dass es hier kein Durchkommen gibt. Wir sehen also hier eine massive Zusammenballung der Kräfte
Und wir wissen auch, dass bereits zu diesem Zeitpunkt vermutlich der Regimentskommandant, also der Kommandant der BTG, gefallen ist, entweder bereits vorher durch einen der Abschüsse der Panzer oder infolge des nun folgenden Artilleriefeuers von ukrainischer Seite auf diese Zusammenballung der Kräfte. Wir können also hier Elemente einer BMP-Kompanie erkennen, hier Teile einer T-72-Kompanie, hier Elemente der BTA-82-Kompanie, hier den einzelnen TOS-1 Buratino und zusätzlich Elemente, die offensichtlich gerade im Feuer der Artillerie liegen. Dieses Artilleriefeuer setzt sich noch fort. Wir kennen das hier in einem weiteren Treffer, in diesem Fall auf einem PTA-82. Wir sehen auch hier sehr gut die Zusammenballung der Kräfte und den beginnenden Abmarsch Richtung Nordosten. Was man also hier erkennen kann, ist, dass die BTG den Angriff nicht weiter fortsetzt, sondern Richtung Norden, bzw. Nordosten ausfließt und sich dort vermutlich in einer Reorganisation neu organisiert. Interessant ist, dass wir den Funkverkehr des Regiments nach oben kennen. Und wenn man sich den Funkverkehr ansieht, sieht man das Chaos, das also hier geherrscht hat nach diesen wiederholten Angriffen. Es war sogar so konfus, dass man gedacht hat von russischer Seite, dass man auch mit Drohnen vom Typ Bayraktar angegriffen wird. Wenn wir uns das Ergebnis des Angriffes ansehen, so sehen wir, dass zumindest zwei T-72B3 zerstört worden sind. Ein BTR-82-Alpha durch einen gezielten Artillerietreffer hier. Vermutlich ein T-72B3 in Besitz genommen, dieser hier, aber auch zumindest zwei MTLB, wo wir auf dieser Slide eines erkennen. Interessant ist auch die Markierung, nämlich für das 6. Garde-Panzerregiment, die Raute mit der 6 im Kern. Das Interessante ist, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Erfolge vor allem darauf zurückführen konnten, dass sie sehr gezielt durch Drohnen die anmarschierenden russischen Kräfte aufgeklärt haben und dann Präzisionsmunition eingesetzt haben. Präzisionsmunition wie diese Kivnik, ein Produkt, das die ukrainischen Streitkräfte selbst herstellt. Betrachtet man die ausgefallenen russischen Panzer, so kann man erkennen, dass viele einen massiven Treffer erhalten haben auf dem Top-Bereich, der wahrscheinlich zurückzuführen ist auf den Einsatz einer derartigen Präzisionsartilleriegranate. Zusätzlich für den Misserfolg der russischen Streitkräfte und den Erfolg der ukrainischen Streitkräfte ist sicherlich der bereits von mir erwähnte Ausfall auch des BTG-Kommandanten, des Regimentskommandanten zu sehen, der hier in den ersten Minuten des Angriffes oder zu einem späteren Zeitpunkt durch Artillerie gefallen ist, was dazu geführt hat, dass die BTG nicht nur die Hinterhalte zu ertragen hatte, sondern auch führungslos geworden ist. Damit bin ich am Ende des Vortrages. Ich danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.